Das ist Franco Oblak. Ein Ballspiel. Er spielt in Schalke. Der Stadionsprecher gibt jetzt die Aufstellungen eine Rolle übernehmen. Zum ersten Mal hier die Pfiffe mit Beifall vermischt. Tausch, Beckenbauer und Acimovic ist der Kapitän. Der gewichtige Mann, Zajic, der auf Korsika für Bastia spielt, der hat nicht mehr ganz die großen Meriten hier in seiner Heimat, der Rekordinternationale. Das ist Hoeneß. Schiedsrichter gespannt. Delcourt. Er wird leiten. Herr Schaut, das ist ein Druckfehler. Und Herr Langenhofer an den Seitenlinien. Das ist der Kapitän. Herr Acimovic. Bild und Wortinformationen laufen etwas durcheinander. Die deutschen Reservespieler, die drei Hamburger, dann Flohe und Dieter Müller, die beiden Kölner. Maric, der vielleicht, es ist noch nicht sicher, in Schalke spielen wird in der nächsten Saison. Ersatztorwart dazu. Diese vier im Feld. Der im Abseits dann verzog. Und auf Wimmer. Jungul, ein gelernter Außenstürmer. Gegen Dietmar Danner. Die ersten Minuten werden wichtig sein für die deutsche Mannschaft. Das ist keine Plattitüde, meine Damen und Herren, denn die Jugoslawen werden versuchen, wir werden es sicher erleben, hier das Publikum ganz für sich zu gewinnen. Und das können sie nur, wenn sie angreifen. Der Titelverteidiger wird also zu gewinnen, zu Beginn ganz sicher etwas zurückhaltend auf Sicherheit spielen müssen. Jai. Noch immer gegen Pop. Der schwarz weg. Acimovic, Zajic, der Dribbler. Berti Vogt greift. Steht an. Dinic, der Verteidiger. Möglichkeit. Das war ein abgefälschter Schuss von Poppy Buda. Unterbrochen. Ein jugoslawischer Spieler gerempelt, Jankovic, ohne dass er im Ballbesitz war. Freistoß ist schon ausgeführt. Schiriak.
Bonhof. Zimmer. Fuchs geht mit, Hoeneß. Und abseits. Hier der Berliner. Und Sprechchöre, vielleicht können Sie sie verstehen. Zugabe heißt das. Vielleicht 8000 deutsche Schlachtenbummler. Auch Herr Delcour, wie gestern Mr. Thomas aus Wales, sehr kleinlich. Eine Ecke. Sie haben Anweisungen, die Schiedsrichter ganz genau zu pfeifen vom Europäischen Fußballverband. Und das bringt Risiken mit für das Spiel. Risiken läuft die deutsche Hintermannschaft. Der erste verpasst. Zweite große Möglichkeit. Katalinski, der Libero. Hacimovic. Sehr gewichtiger Mann, aber häufig am Ball in dieser Eröffnungsphase. Popivoda gegen Dietz. Auch die kennen sich aus der Bundesliga. Popivoda. Kein Foul. Jajic gegen Fuchs. Hacimovic. Acht Minuten gespielt in Belgrad 0:0. Die Frage, wer entlastet die deutsche Hintermannschaft oder besser gefragt, wie kommt die deutsche Elf aus der Defensive heraus? Dazu müssen alle mithelfen, die Stürmer zurückkommen und wie hier Berti Fuchs die Verteidiger stürmen. Abgepfiffen. Ja, man kann es vertreten, aber ich weise Sie darauf hin, meine Damen und Herren, Sie pfeifen sehr kleinlich, das ist ein Standpunkt. Die Anweisung aber, das Spiel, es kann sich oft nicht entwickeln. Wenn dadurch die Härten unterbunden werden, gestern war es nicht der Fall, dann soll es mir recht sein. Ante Mladinic, der Trainer der Jugoslawen, der Nachfolger von Miljanic. Hölzenbein, Bonhof, Beer, Oblak, Jugoslawen, ich glaube, das kann man jetzt schon erkennen an der rechten Seite mit einer Doppelzange, Popivoda, etatmäßiger Rechtsaußen und Djungul, keiner von uns wusste so recht, was er spielen würde. Er stürmt sehr oft über rechts und jetzt Gefahr nach diesem Fehler von Hoeneß. Der große Dribbler, Jajic. Die dritte oder vierte Ecke. Berti Fuchs hat es schwer. Er müsste ihn eigentlich eng decken, aber er führt den Ball so geschickt und wenn man ihn Platz lässt, dann gibt es solche Szenen, wie wir sie zwei, dreimal schon gesehen haben.
ans Spiel sollte diese Geste wohl andeuten. Mit Madana. Hoeneß und Wimmer, die ein ähnliches Spiel machen sollen wie Pivoda und Djungul auf der anderen Seite. Schneller rechter Flügel, wenn er ins Spiel gebracht wird bei den Deutschen. Hoeneß, Bonhoff. Immer wieder auf Lack. Deitsch. Franz Beckenbauer. Sie wissen es vielleicht, sein 99. Länderspiel. Samstag oder am Sonntag wäre sein 100. Spiel um den dritten Platz oder Finale. Bonhoff. Beer, kein Abseits. Drei warten innen. Djungul, Churyak und Popivoda, der jetzt angespielt wird. Noch einmal. Kein Foul, kein Foul. Wimmer. Hoeneß. Er geht rechts. Gut gesehen. Hölzenbein. Indirekter Freistoß. Sperren ohne Ball. Innen gut abgeschirmt. Beer. Hoeneß. Bonhoff. Hoeneß, er könnte rechts vorbeigehen. Kein Abseits. Beer. Hölzenbein. Die erste Chance, wenn der Kopfball des